Malur. Wer ist da? Wie bitte? Wie bitte? Andreas Nowak ist mein Name. Sind Sie Herr Hans Malur? Ja. Sehr schön. Lieber Herr Malur, also es geht um Ihre frühere Anmeldung bei uns, ja? Um den Es Führer? frühere, also Ja. es war vor 2 Monaten, ja? Und danach war ich leider krank geworden. Und jetzt, ich muss bearbeiten die ältere Fälle, ja? Ja, ich bin ja ein Lieber Herr. älteres Semester, ne? Sind Sie quasi aus der Nein, Seniorenbetreuung, nein, ne? nein, nein, nein. Ich meine es in einem anderen Sinne, ja. Es geht, die Anmeldung war vor 2 Monaten, ja. Ja, Also in ja. diesem Sinne, ich meine ältere Fälle. Übrigens, wie alt sind Sie? Sie klingen ganz vital. Nochmal, was war die Frage? Wie alt sind Sie? Sie sagen, Sie kommen, gehören zum älteren Semester. Ja, ich bin 73. 73 Jahre jung. Ja, natürlich. Lieber Herr, Sie kennen bestimmt dieses Lied von Udo Jürgens. Mit 66 Jahren fängt Da das fängt Leben das erst an. Leben an. Ja, deswegen mit 73, da sind Sie ein ganz, ganz junger Kerl. Na Okay, ja, naja, ich hatte Spaß schon mal beiseite. bessere Augen, bessere Zähne, eine hübschere Frau. Naja, was betrifft die hübschere Frauen, da können Sie gerne nach Thailand reisen. Da gibt es auch, ja, schöne Auswahl. Ja, in Thailand ist zu jung nur ein Name, ne? Ja, okay. Du bist Ja, mir ich ja meine, einer. ich dachte mir auch einmal nach Thailand zu reisen, aber danach dachte ich mir, naja, es ist doch, es lohnt sich einfach nicht, weil die haben ganz andere Vorstellungen, die wollen bloß Geld von ihnen, ja. Also sie haben ganz, ganz was anderes auf dem Sinne, ja. Sie Ich will wollen ein doch, bisschen. alle wollen doch immer nur Geld von mir. Ja, es ist schon klar, ja, aber es ist ja, irgendwie zu brutal für mich, ja. Die sind, naja, ich fühle mich nicht gut dabei, ja. Also früher war ich auch manchmal ins Bordell gegangen, ja. Und naja, die Thailänderinnen, da habe ich mich unwohl gefühlt, ja. Deswegen, danach habe ich immer mit fester Partnerin, also gelebt und es war auch gut so. Okay, Ja, das lassen bringt wir ja dieses. nichts, ne, wenn man da so, Ja. sag ich mal, im Mafia-Bordell, sagen wir mal, sich aufhält, ne? Ja, da fühle ich mich als Frauenausbeuter, das ist auch nicht schön, verstehen Sie? Nee, das ist nicht erstrebenswert, ne? Also ich habe das ausprobiert und danach habe ich so ein mulmiges Gefühl gehabt, dass es war also nicht schön von mir, ja. Und danach habe ich da sowas nie gemacht. Okay, Das lassen wir ist meine gut. Sünden. Ja, Sünden, okay. Lieber Herr ego Malur, et also Sie sind absolvo. 73 Jahre jung. Ich gehe davon aus, Sie sind bereits also im Ruhestand, ja? Ja, natürlich. Und was haben Sie früher gemacht? Ich bin Uhrmachermeister. Uhrmachermeister. Ja. Oh, das ist ein sehr schönes Beruf. Sehr schönes Beruf. Aber es ist so, es schwebt mir so, dass heutzutage, also diese mechanischen Uhren, die werden nicht so ganz gerne gefragt. Jetzt die jüngere Semester, die wollen immer diese Apple Watch, ja, Ja, also diese, das ist ja ein aussterbendes Handwerk, ne? Wie Sie es ja. uns sagen, das will ja nicht unbedingt jeder noch haben. Schauen Sie mal, früher es war so, dass ein Rolex oder keine Ahnung, was aus dieser Reihe, ja, es war ein Statussymbol, ja, und jeder Mann, der wollte sowas haben. Und am besten im Gold, ja, Ja, oder ja. zumindest im Stahl. Ja, Hauptsache, ne? und jetzt ich sehe bei jungen Männern, die wollen sowas nicht haben. Die verstehen Gold als nicht als eine also Wertinvestition. Die verstehen es als irgendwie da, die zucken die Schultern, ja, Gold, keine Ahnung. Also die haben kein Interesse an einem Rolex. Da kann ich nicht nachvollziehen. Ne, ich auch nicht. Sag mal, gut, ich habe mir dann über fleißig arbeiten, ne, sag ich mal, im Prinzip eine erarbeitet, ne, aber ich würde nicht darauf verzichten wollen. Ja, lieber Malur, schauen Sie mal, Sie haben so einen Beruf, da braucht man seine Augen anstrengen, ja? Ja, Und ja. wie sind jetzt, also wie ist Ihre Sehstärke jetzt?
Sie Naja, können sich gut sehen, oder? ich habe Augen wie ein Adler, wie zwar wie ein Oh. Toter und Hände wie ein Eichhörnchen, ne? Naja, Sie sollen nicht so solche Scherze machen, Ja, lieber doch. Maulwurf. Ich darf, das sind ja meine dreckigen Augen, ne? Nein, 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 nein. Schauen Sie mal, es ist so, das Wort, menschliche Wort hat also direkten Zusammenhang zum wirklichen Gesundheitszustand. Verstehen Sie, wenn Sie sagen, ich Sind Sie ein habe Augen, Schamane? ich... Nein, aber ich dachte, dass also mentale Gesundheit, es ist sehr wichtig für körperliche Gesundheit. Es ist Ja. nachgewiesen, dass da besteht direkter Zusammenhang. Ja? Okay, da noch eine Frage. Haben Sie einen Rolex oder nicht? Ja, ich habe eine. Nur einen? Ja, eine schöne, ne? Das ist ja, sag ich dann mal, so ein Sondermodell. Sehr schön, Das ist ja im sehr schön. Prinzip von der Braunschweiger Uhrmachergilde, ne? Das ist ja für 35 Dienstjahre da an der Oh. Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien. Sagt, gut, es hat immer noch gut Ach. was gekostet, aber Was hat das gekostet? Ehrlich, ehrlich. ja, 15, ne? 15 D-Mark oder Nein, Euro? 1000. Aha. Okay, ich verstehe. Ja, Ja, Sie ja. sind ein sehr interessanter Gesprächspartner. Ja, Sehr interessant. danke gleichfalls. Weswegen hatten Sie denn angerufen? Ich kann mich da schon gar Ja. nicht mehr erinnern. Es ist so, dass ich bin Kundenbetreuer bei Firma White Fleet, ja. Bei was für Und einem ja, Ding? Firma White Fleet, ja. Wir handeln mit Aktien, mit Rohstoffen und verschiedenen Sachen, Wie ja. schreibt man Und das? ich schicke Ihnen, kleinen Augenblick. Haben Sie unter diesen Telefonnummer auch WhatsApp-Anschluss? Nee, das ist ein Festnetztelefon. Ach, ist ein Spätzle. Ach ja, ich sehe. Ja. Ja, wie soll ich Ihnen den schicken Hinweis auf unsere Homepage? Na, Sie können mir die Adresse sagen. Wie wär's denn damit? Okay, es wäre, aber es ist auf Englisch alles. Es ist kein Problem für Sie? Naja, sagen wir mal, Englisch und Deutsch haben ja dieselben Buchstaben, ne? Das Ja, ist ja nicht, das das stimmt. ist ja im Prinzip kein Kyrillisch oder Arabisch oder was. Das stimmt ja auch. Sie sind da sehr interessant. Also dieses Hinweis auf, ich habe Augen wie ein Adler und zwar wie ein Toter, es Ja. war richtig, richtig lustig. Das ist halt Okay. einfach so, ne? Nein, es ist nicht unbedingt Ich schönes, mich da also schönes. rausreden. Schauen Sie mal, kleiner Augenblick. Ich sehe, Sie haben ein E-Mail hier aufgeschrieben, Hans Maulwurf, zusammengeschrieben, 1946, @gmail.com. Ja, Stimmt es so? na Okay. klar. Benutzen Sie immer noch diese E-Mail-Adresse? Na, ich kann das aufmachen. Okay. Nein, nein. Heute werden wir es nicht mehr machen, weil, wie gesagt, ich bin erst heute zur Arbeit gekommen und ich bearbeite die älteren Fälle. Ja? Okay, dann, wenn Sie mir erlauben, dann ich schicke Ihnen morgen früh einen Hinweis auf unsere Homepage. Sie schauen sich alles in aller Ruhe an. Ja? Sie schauen auch unsere Referenzen im Netz. Ja. Ja? Was sagen die anderen Kunden über uns? Und dann reden wir also in aller Ruhe weiter. Also ich weiß nicht, wie es kommt mit unserem Geschäft. Ja, das ist zwar auch wichtig, aber ich möchte Sie ganz gerne also als Gesprächspartner also behalten. Denn es ist ein sehr interessanter Mann. Ja, Sehr. das, wir können uns gerne öfter mal, ich habe ja viel Zeit, ne? Wir können da gerne Ja. mal über verschiedene Dinge sprechen. Ne? Ich weiß nicht, wie Es. sind Sie interessiert, sag ich mal, in Geschichte? Ich bin interessiert an Geschichte, es ist schon klar, ja. Ja. Wissen Sie, ich habe jetzt also viele Gesprächspartner aus jüngerer Generation und mit denen ich habe jetzt gar nicht zu besprechen. Die haben ganz andere Interessen. Verstehen Sie? Ja, nur noch durch das Handy und Computer, ne? Ja, ich benutze zwar auch Handy und Computer, aber ich sitze nicht ganzen Tag in diesem Handy, in diesem Zeug. Es ist reine Zeitverschwendung. Ja, das sehe Reine ich Zeitverschwendung. genauso. Und jetzt, ich sehe, lieber Herr Malur, schauen Sie mal, was passiert gerade in der Welt, also besser zu sagen, in Europa jetzt. Jetzt sehen Sie wieder, wir kommen den Krieg. Und ich Ja. habe richtig, richtig Angst vor dieser Entwicklung. Was glauben Sie, kommt doch großer Krieg zu uns in Deutschland oder nicht?
Na, das kommt drauf an, wie sehr wir die Russen da, sag ich jetzt mal, unter Druck setzen, ne? Wenn Schauen Sie mal, wenn jetzt die wo. sich halt richtig bedroht fühlen, ne, da kann man halt davon ausgehen, dass die sich dann halt noch mal ein Stück mehr trauen, ne? Schauen Sie mal, alle wollen, dass Ukraine gewinnt in diesem Krieg, ja. Aber wenn man ein bisschen einen Schritt weiter denkt, ja, und da man so sich Gedanken macht, und was macht denn Russe dann, ja? Der hat immer noch die Atomwaffen, Ja. die Kernwaffen, ja. Ja, Und und nicht wenige. nicht wenige, ja. Und dann, der hat hier noch nicht zugegriffen, ja. Und wenn es darauf kommt, ich kann mir vorstellen, dass dieser verrückte Putin, der kann sowas machen. Das kann natürlich Okay. passieren. Wir wollen es halt Lieber mal Herr nicht Ma, hoffen. ich hoffe, es wird nicht passieren, aber schauen Sie mal. Aber jetzt haben wir Ampel, ja. Jetzt haben wir, lieber Herr Scholz, der ist angeblich nicht schwarz, also nicht aus CDU, ja. Und man wollte glauben, dass die sind irgendwie, also die waren früher bei Friedensdemo, ja, die waren so, der kommt auch aus Norddeutschland, aus Hamburg. Da könnte man glauben, dass die sind alles also Friedensstifter. Jetzt aber sehen wir ein ganz anderes Bild. Verstehen Sie? Und das macht mich gar ganz, ganz traurig, weil ich kann mir jetzt nicht, also alles, Welt steht Kopf. Ja, das Verstehen Sie? Und stimmt. man kann nicht sagen, was kommt als nächstes auf uns zu. Das stimmt, ne? Das ist alles, sag ich mal, ein bisschen sehr ungewiss, ne? Ich Es meine, ich ist nicht wollte ein heute bisschen. Nudeln kaufen, da muss man ja fast einen Kredit aufnehmen für, ne? Haben Sie übrigens gelesen, was hat uns die Verteidigungsministerin also geraten? Wir sollen also Lebensmittelvorräte zulegen, Ja, ja. von welchem Geld denn? Die soll die Schnauze halten, das unqualifizierte Stück da. Ja, aber trotzdem, es ist, wissen Sie, zumindest, dass solche Vorschlag steht im Raum, Ja, verstehen ja. Sie? Und niemand wundert sich, wo leben wir eigentlich? Weshalb? Wieso? Wieso sollen wir sowas machen? Wir haben ganz gut gelebt und jetzt müssen wir alles aus dem Fenster schmeißen, weil die haben sich was andere, also im Sinne, haben ganz andere Pläne. Die wollen Krieg. Die wollen Ja, Krieg dann haben. sollen die sich irgendwo treffen in der kasachischen Steppe. Da kriegt Ja. jeder ein Küchenmesser und ein Stuhlbein in die Hand. Und dann sollen die das Ja. ausbumsen gegenseitig, ne? Okay, lieber Mann, Sie haben sehr schönen Sinn für Humor, ja? Ja, Und das natürlich. ist, es ist sehr schön. Haben Sie also Familie oder Bekanntenkreis? Bin, sag ich mal, durch meine Arbeit immer sehr viel allein gewesen, ne? Und ich bin's heute Ich auch verstehe. noch. Wissen Sie, ich kann Ihnen sagen, es ist einerseits ist ein bisschen traurig, ja? Andererseits, wenn ich sehe, also in meinem Bekanntenkreis, da gibt es solche sozusagen, also ja, kann man meinen, das sind normale Familien. Aber da sehe ich, die Eltern haben so viel also Probleme mit diesen Kindern. Die Enten? Ach Eltern, so. da, ja, die haben Probleme mit seinem Nachwuchs, ja. Da Ja. kann man manchmal meinen, es wäre besser, wenn die alleinstehend wären. Weil es ist, ich sage Ihnen, wir können nicht verstehen, diese Generation, die nach uns gekommen war. Ja, die haben ganz andere Vorstellungen. Die wollen nicht verstehen, was ehrliche Arbeit ist, ja, was zu machen, was zu verdienen. Die verstehen nicht ganz normale, also zwischenmenschliche Beziehungen, ja. Die haben ganz andere Vorstellungen über diese Beziehungen und was und wie man Mensch mit einem Mensch umgeht. Die wollen Spaß haben. Die wollen nicht arbeiten, ja. Ich will Ja. auch Spaß haben, ja. Aber dieser Spaß sollte also in freier Zeit sein, ja. Nicht irgendwie ganze Zeit Spaß, sondern ja. Man arbeitet 5 Tage, ja, die Woche und dann manchmal ein bisschen Spaß. Die aber wollen die ganze Woche Spaß haben. Ja, wenn das Und nur das ist, klappen würde, ne? und das wird nicht klappen. Die wollen auf Pump leben. Die wissen nicht, wo das Geld kommt.
Ja. Da haben Sie recht, ne? Das Okay. kann ja nicht funktionieren. Ich will Leute nicht sind. schimpfen. Wissen Sie, ich will nicht schimpfen, weil ich war auch mal Jugendlich, ja, und ja, ich war auch so ein bisschen rebellisch, ja, ich habe längere Haare getragen, ja. Ja. Ich hatte also, naja, es war damals auch ein bisschen, ja, nicht ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir so. Ja, das ist ja aber nicht Aber schlimm, weil ich gehört, sag ich mal, zu der Generation, da war das Motorrad und die erste Tätowierung halt schon ein Bruch mit allen Konventionen. ja. Ja. Ja, es ist traurig, wenn wir sehen zu den Zusammenbruch von alles, was uns lieb und teuer ist. Es ist ganz, ganz schlimm. Übrigens, Geldsystem ist auch in Umbruch. Verstehen Sie? Sehen Sie, was für Inflationsrate haben wir zurzeit? Ja, das ist ja Also, alles ganz schrecklich, ne? Das hängt ja aber halt alles zusammen. Das ist ja ja. das Schwierige da dran. Die wollen alles, das alles, also früher haben wir geschimpft auf diese sogenannte Verschwörungstheoretiker, ja, aber jetzt sehen wir, dass die haben irgendwie recht gehabt, Ja, weil natürlich. es ist eben so, dass da gibt es eine Deep State, also die haben also geheime Regierung, sagen wir, also, und die wollen unsere Wirtschaft irgendwie ein bisschen, also, ja, zurückfahren. Ja, ich Die wollen weiß uns nicht, wieder. ob Sie das wussten, aber der Scholz und der Biden und auch die Merkel, die gehören ja im Ja. Prinzip, sind das ja gar keine Menschen. Das sind ja im Prinzip, das kann man im Internet nachlesen, das sind ja im Prinzip Echsen, ne? Echsenmenschen. Ich habe auch sowas gelesen, aber ich weiß nicht, ob das soll ich das trauen oder nicht. Na, ich habe ein Aber ich kann Video mir schon gesehen, wo vorstellen. man die Echsenaugen bei der Merkel sieht, ne? Und dahinter steht ja im Prinzip der Echsenkönig Atokarn, ne? Der gangstalkt ja immer auch Leute auf Twitch und YouNow, ne? Das ist ja ganz militant und renitent, wie die da vorgehen. Ja, es ist einfach grausam. Die sagen, dass 7 Milliarden Leute auf unserer Erde, es ist zu viel, ja. Ja. Die wollen 1 Milliard haben, ja, und zwar davon circa also ein paar Millionen, die wirklich leben, und andere sind also so wie Dienstmagd, ja, also Bedienung, ja. Dienstwagen? Und die andere so wie Bedienung, verstehen Sie? Ach So wie so. ja, Dienstmagd oder ja. Ich habe Und Dienstwagen verstanden. nein, nein, Dienstmagd. Und es ist, verstehen Sie, es ist so, die sind so rücksichtslos, ja, die sind so. Ich kann mir auch verstehen, dass es leben zurzeit zu viele Menschen auf der Erde, aber man soll die Leute nicht umbringen. Vielleicht Nein, das kann man irgendwie ja nicht machen. Geburtstagskontrolle, ja. Geburtskontrolle, es wäre schön, ja. Ja, also Aber Geburtstagskontrolle ist auch, also bei mir ist das, sag Geburt. ich mal, immer früher vergessen worden. Und da musste ich immer jahrelang zum Psychologen halt, und das war halt so ein schwerer Schlag für mich, ne? Dass sie Lieber Herr da halt nie Malur, dran gedacht haben. wann haben Sie denn Ihren Geburtstag? Ja, am 4. April, ne? 4. April, da haben wir bereits gehabt, ja? Ja, das ist schon Okay. vorbei für dieses Jahr. 73 Jahre jung. Ja, natürlich. 73 Jahre jung. Ja, ich werde nicht jünger, ne? Schauen Sie mal, 73 Jahre, es ist so ein Alter, da kann Ja, man nicht ja. sagen, es ist wenig, es wäre gelogen, ja, wenn ich sage Ihnen, es ist nicht viel. Aber Ne, das stimmt. es ist doch nicht zu viel. Ne, Verstehen Sie, da haben man Sie kann noch, recht, ne? wenn Sie sich also richtig einstellen, ja, wenn Sie haben also gute Gemüt, fröhliche Gemüt, ja, wenn Sie passen auf sich auf. Sind Sie übrigens ein Raucher oder nicht? Na, ich bin militanter Nichtraucher, ne? Militanter Nichtraucher, Ah okay. ja. Aus Braunschweig, das ist ein bisschen, es wundert mich, ja, weil dort waren früher so ein bisschen Kiffer. Ich war übrigens in Braunschweig, war ich nicht, ich war oft in Hannover gewesen, ja, Ja. zu Messe. Also Zu wir haben Messe, ja ja. früher immer, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wir haben früher im Prinzip immer Alufolie gegessen.
Das ist Hast du bei uns so, Kollege das ist bei uns so gehabt? der Trend gewesen, weil das war ja so diese Zeit, wo das, sag ich mal, in Mode war, dass man ganz dünn ist, und das ist ja dann wissenschaftlich erwiesen, wenn man Alufolie im Bauch hat, dass man keinen Hunger mehr bekommt, und darum haben wir dann immer Alufolie gegessen. Es ist, Sie machen die Scherze. Nein, Sie, nein, also. das können Sie nachlesen, da gab es, sag ich mal, einen großen Aufschrei dann. Das ging sogar so weit, dass da der Verkauf eingeschränkt wurde, ne? Ach, lieber Herr Maul, Das es war ist eine sehr verrückte interessant. Zeit, ne? Okay, lieber Herr Maul, Sie machen solche Scherze, sowas habe ich noch nie gehört. Ja, Na, aber Sie sehen sind Sie sehr, sehr mal. interessant. Sie sind Dankeschön. sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Was für, übrigens, Sie haben bloß ein Rolex oder haben Sie sonst was Interessantes in Ihrer Naja, ich Kollektion? sag mal, eine richtige Kollektion habe ich nicht. Ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Sammler aktiv, ne? Ja. Ich habe halt da, es gab ja damals in Wien, das war 93, da gab es den Uhrmacherkonvent. Das ist quasi sowas wie eine Weltausstellung, aber halt, da geht es dann halt von der Taschenuhr über die Kuckucksuhr und so. Da gab es halt so eine Teilnehmeruhr, die halt immer nach dem Zeitmuster läuft, wie das damals eben, weil die Zeit, ich weiß ja nicht, ob Sie das wissen, die verschiebt sich ja jedes Jahr um 3/16 Millisekunden. Und die Uhren, die da gemacht haben, die laufen halt immer gleich, dass man dann halt immer im Prinzip weiß, wie viel Zeit einem eigentlich schon gestohlen wurde. Naja, solche Millisekunden, es ist zwar interessant vielleicht für Uhrmacher, ja, Ja. es wäre vielleicht auch eine Herausforderung für sie, ja, aber ich meine, für einen ganz normaler Otto-Normalverbraucher, es spielt doch keine Rolle, Nee, oder? nee, für die ist das uninteressant, aber ich habe im Prinzip ja, ich gucke da ja nicht immer drauf, ne, weil da geht ja noch mehr Zeit verloren, als dann sowieso schon weg ist. Aber als ich das letzte Mal auf die Uhr geschaut habe, da waren das im Prinzip, das seit 93 ist ja eine Menge Zeit vergangen, sind das 7 Minuten, die da im Prinzip durch die, sagen wir mal, Ausgleichsfunktionen verloren gegangen sind. Ich wüsste aber auch nicht, wer mir die Zeit wiedergeben könnte, zumal ich sie sowieso wieder irgendwo verplempern würde, ne? Von daher, es ist halt einfach so. Lieber Herr Marwulf, sagen Sie mir, gehen Sie manchmal spazieren, ein bisschen Ja, Bierchen trinken? ich habe, sagen wir mal, ich habe ein Haus, ne? Und da ist, sagen wir Ja. mal, ein kleiner Garten dabei, und ich habe so eine Voliere mit ein paar Hühnern drin. Da schaue ich gern zu, wie die so Sehr miteinander schön. agieren, ne? Das mag ich sehr Agieren gerne. bitte. Haben Sie auch die Eier von diesen Hühnern? Ja, natürlich. Das sind die besten, Sehr die schön. man kriegen kann. Da ist kein Stempel Freie drauf, keine Chemie drin. Und wenn man damit Freile kocht oder backt, dann sind die halt wirklich ja. richtig gelb, ne? Da gibt es richtig ein Gelb. Freilaufende Hühner, es ist richtig gut. Haben Sie auch also ja Hilfskraft im Haus? Ja, da kommt einmal die Woche kommt da jemand, weil ich kann halt nicht mehr so gut sauber machen, ne? Aber den Ja, Rest, den ja. kriege ich halt noch ganz gut hin, muss ich sagen. Also Sie kochen alleine für sich, ja? Ja, das kann ich, das kann ich, das habe ich immer gerne gemacht. Sehr schön. Einfach Respekt. Einfach Respekt. Sie sind mir so sympathisch, ehrlich. Ja, Wir danke reden schön. erst 15 Minuten, also eine Viertelstunde. Und ich musste feststellen, Sie haben einen Rolex. Und ich hatte früher auch einen Rolex, zwar im Stahl, ja. Ja. Und ein Rolex im Gold, es war ein Traum für mich. Und jetzt, ich kann mir diese Traum verwirklichen. Oh, Ja, schön. aber jetzt. Aber es ist, ich habe jetzt andere Ausgaben, weil ich habe eben ja, Kinder und Familie, da muss ich auch dort mein Geld ja investieren. Ja, aber Sie sind mir so sympathisch. Sie leben ganz normal auf dem Lande, na nicht dem Lande, Ja, also auf im Einfamilienhaus. Randbezirk, ne, das ist, sagen wir, Ja. schon, also ich habe schon den Wald vor der Tür im Prinzip. Och, Da haben die nur so eine och. Autobahn gebaut vor 15 Jahren. Die Arschlöcher, die Blöden. Die haben Autobahn gebaut und jetzt die haben teure Kraftstoff, ja, Ja. und diese Autobahn wird leer bleiben, ja. Ja, das ist ja nicht Und schlimm, ne, weil ich habe ja auch gehört, die Echsenmenschen, die können ja angeblich fliegen, ne? ja, es kann sein, aber übrigens, die Autobahn bleibt, ja, der ist zwar leer, ja, aber alle Tiere sind weg. Ja, die können Übrigens, da ja bekommen dann Sie auch drüber laufen, aber die werden dann halt platt gefahren, ne? Manchmal Besuch von Wildtieren aus dem Wald? Ja, ich habe hier im Prinzip ein paar Rehe, die hier immer Och, langlaufen.
Och, Da habe ich haben Sie dann, bestimmt ja, da habe ich ganz ein paar viele Fotos Bilder. davon Ich gemacht? wollte gerade sagen, ich habe eine Kamera. Ne? Man hat ja so einen Sinn für Objektive und Feinheiten. Ich habe im Prinzip, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Aber ich mache das ja auch nicht beruflich. Ich habe da im Prinzip, sagen wir mal, diverse Eulen und Rehe, mit denen ich da halt immer mal wieder so ein bisschen in Kontakt trete. Ich habe jetzt neuerdings auch, weil ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sind Sumpfohreulen. Ich habe im Oh. Prinzip ein bisschen geübt und ich versuche die jetzt immer anzulocken. Aber manchmal klappt das, wenn ich den richtigen Ton treffe, dann kommen die gucken. Da haben Sie, gehen Sie große Risiko. Vielleicht die verstehen, dass es ist also ja, wie soll ich sagen, Weibchen, ja, da wollen Ja, Sie. vielleicht halten die mich für ein Eulenweibchen. Ich weiß Ja. es nicht. Und da gehen Sie große Risiken ein, lieber Herr Barwurf. Ja, natürlich. Aber wie mal sagen wir, die Eulen, die können mir ja nichts tun, ne? Im schlimmsten Fall lasse ich meine Hühner raus. Die verteidigen mich dann schon. Okay, lieber Herr Maulwurf, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Also Ja. ich schicke Ihnen morgen Hinweise auf unsere Homepage und Sie antworten auf diese E-Mail, indem Sie schicken mir die Bilder von diesen Rehen und von diesen Eulen. Das Okay? mache ich, natürlich. Das So, und ist dann noch. aber nicht, wie gesagt, nicht die beste Qualität, ne? Nicht, dass sie dann. Ich kann mir schon vorstellen. Ja, lieber Herr Malur, wann darf ich Sie morgen anrufen? Und wie viel Uhr wäre es Ihnen lieber? Aber wann fangen Sie denn an zu arbeiten? Also, ich gehe zur Arbeit von 9 Uhr bis 18 Uhr. Ja, dann würde Ja? ich sagen, morgen so um die Zeit. Ich muss morgen nämlich dieser Arztmarathon. Ich habe so ein paar Termine auswärts und dann können wir da abends gerne zum Entspannen noch mal eine Runde reden. Das hat mir Sehr auch sehr schön. gut gefallen. Sehr schön, sehr schön. Und vielleicht kommen wir manchmal irgendwann dazu, da trinken wir ein Bierchen zusammen. Oh, das können Aber wir machen. Von wo rufen Sie hier okay. eigentlich an, sagen Sie mal? Aus München, Aus München. München. Das ist ja ein Stück Ja, weiter ja. südlich. Naja, aber ich komme manchmal nach Hannover, ja. Ja. Da habe ich berufliche, ja, und auch einige meiner Bekannten, ja. Ja. Und Braunschweig liegt nicht weit von München. Das ist irgendwie zwischen Hannover und Berlin, ja. Ja, Also dann dann können wir uns beide, sagen wir mal, so ein Hühnerkostüm anziehen und mit den Hühnern spielen. okay, Gut, na dann ja, ich verbleiben würde wir so. Ihnen raten, also okay, aber auf jeden Fall, ich warte von Ihnen also die Bilder von diesen Hühnern, Ja, nicht von ja. die von diesen Rehe und dann Eulen und vielleicht Hühner auch, Ja, okay? die Fotos von den Eulen sind halt auch, weil die sitzen halt oben im Baum, ne? Die kommen dann ja nicht hin und warten da, dass ich Naja. Fotos mache. Okay. Ne? Dann Okay. wünsche ich schönen Okay. Abend, mein Freund. Ihnen auch. Okay. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Ich bedanke mich für schöne Zeit mit Ihnen Ja, und bis gerne doch. morgen. Bis Alles Gute. morgen Tschüss. dann. Tschüss.